Und damit, okay, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu newer Super Luigi Wii Dark Moon. Ein Luigi's Mansion Mario Bros. Hack vom newer Team. Was gibt es Besseres, Guys? Wir starten rein. Yugemu James. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Die Musik ist krass. Die Musik ist sehr laut und krass. Können wir diese Kirschen essen mit Yoshi? Ja, können wir. Woher kommst du jetzt da oben? Also, Guys, falls euch das Ganze noch nicht aufgefallen ist. Was? Oh, lol, der hilft uns. Der wirft Coins? Wie krass. Oh mein Gott, was passiert jetzt schon wieder hier? Also, Guys, falls das Ganze euch aufgefallen ist, natürlich ist dieser komplette Hack horrormäßig aufgebaut, um damit das Luigi's Mansion Flair zu übermitteln. Vielleicht gibt es auch Geister, keine Ahnung. Oh mein Gott, ist dieser Hack hard. Ich habe schon wieder gar keinen Bock mehr. Ah, oh Gott, das war knapp. Okay. Da hätten wir auch schon den ersten Checkpoint. Und hier wieder ein paar Lakitos, denen wir die Wolke wegnehmen können. In der Hoffnung, hier oben ist nur Coins. Ich bin jetzt legit 10 Minuten oder so nach rechts geflogen. Und habe nichts gefunden, außer das hier unten scheinbar. Wie kommt man da am besten hin? Tschüss, Yoshi. Wie soll ich da runterkommen? Hier gibt's einen P-Switch. Ich wurde getroffen. Nein, ich schaffe das von der Zeit her nicht. Alles klar, übertreibt komplett mit dem Schwierigkeitsgrad. Was ist das denn? P-Switch ist activated. Und rein da. Let's go. Alles klar. Wie soll das denn möglich sein? Was ist dieser Hack mit Schwierigkeitsgrad? Okay, wir versuchen es ganz entspannt. Da wäre ich gerade okay, einfach fast runtergefallen. Bitte. Das war noch nie so knapp. Holy shit. Jetzt kann aber auch das Ziel kommen. Wie kann denn das erste Level herausfordernder sein als der Final Boss von Newer Super Mario Bros. Wii? Haben wir, haben wir. Yoshi ist mir egal. Auch wenn es der schwarze MLG-Yoshi war. Das erste Level war eine Tortur, Guys. Ich hoffe, das zweite Level wird ein bisschen einfacher. Autumnal Heights. Herbstliche Höhen auf Deutsch. Mann, ihr wisst doch, was ich meine. Gibt es hier ein Item? Das Level sieht so irgendwie weird aus. Keine Ahnung. Ich kann doch nicht genau sagen, was es ist, aber irgendwie das Level hat einen weirden Touch. Oh, es gibt sogar schwarze Koopas. Wie krass sind die denn? Da unten geht's rein. Das sah direkt sass aus. Wunderbar. Lieber nicht den Powblock benutzen, oder? Der Powblock soll baiten, weil dann wäre die Starcoin runtergefallen. Das wäre gar nicht gut gewesen. Okay, steppen wir direkt hier weiter und uns treten sich einige Pflanzen und Röhren entgegen. Aber das sieht alles bisher ganz entspannt aus. Checkpoint auch schon direkt. Was passiert? Da ist ein Pfeil, der sagt nach hier unten. Da ist eine Starcoin. Aber da hätte man doch auch mit einer Koopa-Shell drankommen können, oder nicht? Ey, hier sind so viele. Ja, jetzt kommt noch so ein Sumo-Bro. Das Level ist, also, ich würde sagen, Gegner gespamme, aber irgendwie wirkt das nicht gespammt. Bam, in dein Gesicht. Also legit, Guys, das ist wirklich der schwerste Hack, den ich je gespielt habe. Und das sage ich im zweiten Level einfach schon. Nein, der hat mich getroffen. Ja, wahrscheinlich. Gönn doch Ziele. Ja, was ist das denn? Was? Was? Ey, das ist ja so unfassbar unnötig. Nee, also einfach Goombas, 10.000 hintereinander, weil jeder weiß, dass man zwischen die, wenn man da reinfällt, tot ist. Es ist so dumm. Hier wird mit der Feuerblume jetzt so reingegrindet. Oh mein Gott, ist das schön. Eine Feuer... Was? Was hat mich getroffen? War ich los und hab irgendwas übersehen, wetten? Ziel! Ziel! Da ist das Ziel! Das ist so schlimm. Guys, wenn ihr von meinem Leiden nichts verpassen wollt, lasst ein Like und ein Abo da. Dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn es wieder mehr hiervon gibt. Yay. Wayward Waters. Das ist auch so ein Zungenbrechersatz. Wayward Water. Gar keine Lust auf Knochentrocken jetzt. Weg mit dir.
eine Eisblume und ganz, ganz weirde Geister. Oh, den kann man nicht freezen, das wusste ich nicht. Die hier, die werden wieder lebendig nach einer Zeit. Alles klar, rein da. Ich bin mir sicher, wir haben schon das Darkhold verpasst, aber in dem Hack alles Darkhold zu machen, ist genauso wie dreimal Kaizo durchzuspielen. Hier ist eine Strömung, immer noch. Ja, ja, man schwimmt ultra fest. Das da oben sieht sass aus. Hier ein bisschen durch die Fische durch. Oh, wieder eine Eisblume, let's go. Weg mit diesen grünen Fischen, die sind ganz schlimm. Und hier durch und wieder nach oben. Ja, das ist ja mega, ich würde sagen, geschenkt. Ich werde jetzt gleich richtig unnötig getroffen. Genau von sowas. Starcoin, to be brutally honest, das ist bisher das einfachste Level und ich find's gut. Checkity, checkity, Checkpoint ist auch schon hier. Und weiter geht's. Mit Strömung, gelben Fischen und einem Knochenfisch. Okay, er dreht sich um, er dreht sich um. Bam! Was? Ich hab den nicht berührt. Scam. Kompletter Scam schon wieder. Er ist doch ganz entspannt hier, oder nicht? Alles klar. Wie soll man da runterkommen? Da ist eine Röhre. Bitte. Was? Oh mein Gott, hätte der Grüne mich jetzt berührt. Tot. Controller durch, Monitor durch. Das war so knapp. Oh mein Gott. 500 Euro, dass ich jetzt wieder zurück muss, da wo diese Steine gerade waren. Und die Steine sind tatsächlich weg. Oh, oh, was gibt's hier? Eine Röhre, eine Röhre, die mich zur Starcoin bringt, aber ich believe nicht. Wie kommt man da hin? Hier unten. Okay, das ist cursed. Ah, da waren Bricks, okay. Und dann können wir auch hier unten weiter und wir sind wieder klein. Wow, super. Was ist dieses Level? Ah. Da ist bestimmt ein Item irgendwo drin, aber ich traue mich nicht. Okay, damit haben wir das. Es geht noch weiter. Nee, natürlich geht's weiter. Cringe, wenn es nicht weitergeht. Oh, war das knapp. Ich bin klein, das ist so schlimm. Ist hier der Ausgang? Ist hier der Ausgang? Bitte. Das ist bisher, also das ist ja so geisteskrank schwer. Stranded Sandstorm. Oh, es windet. Alles klar. Ich will gar nichts mit dem Wind zu tun haben. Wir waden, wir waden. Er lässt einfach los. Luigi, du hast es verstanden. Wenn man über einer Klippe hängt, dann lässt man los. Für den Tod. Luigi, du bist so dumm. Direkt was ich gelernt habe. Wenn man mit Wind in Berührung kommt, nirgendwo festhalten. Haben wir, haben wir, haben wir. Let's go. Yeah, was hätte ich denn machen sollen? Ich bin halt schon wieder klein und sehe nichts. Oh, jetzt windet es wieder. Aber jetzt, wenn ich den Wind brauche, natürlich nicht. Es macht so Spaß. Es ist so toll. Es ist so toll. Checkpoint. Oh, hier ist ein Checkpoint. Ey, bitte spring nicht auf mich drauf, Mann! Ich hasse alles. Ich hasse alles. Red Ring Challenge, schaffen wir, komm. Ihr habt believed, guys. Propellerhead. Und ich krieg ihn nicht. Wir haben den Propellerhead. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass wir noch keine einzige Starcoin haben? Ah, da unten. Ja, was ist das? Wie denn? Sag mir wie. Sag mir wie. Nein, wir haben unser wichtigstes Item verloren. Gib doch Ziel jetzt. Ich will nicht mehr. Da gibt's ein Secret Exit. Ihr glaubt mir nicht, wo der Secret Exit ist. Vor dem Start. Random in einem unsichtbaren Block. Da haben wir auch den Secret Exit jetzt. Der war nur fürs Music House oder was auch immer das ist. House of Secrets. Das klingt aber sass. Das möchte ich mir schon ganz gerne anschauen. Oh, es geht ja wunderbar los. Hier passiert nichts. Das macht sass. Da ist eine Röhre. Wo führt mich die hin? Lol, war's das? Das ist ja eine geniale Idee. Und wenn ihr mehr von diesen genialen Ideen sehen wollt, lasst jetzt ein Abo da und verpasst die nächste Folge am Montag nicht. Ich werde wahrscheinlich aufs Übelste leiden. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.